Ja, es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, die Hochzeit des Reifenkönigs Bruno Göggel mit seiner Corinna. In Gammertingen, in der Nähe von Stuttgart, da feierte das Paar mit prominenten Gästen eine pompöse Party, als plötzlich das ganze Firmengelände lichterloh in Flammen steht. Was hier brennt, ist das Lebenswerk eines Reifenmillionärs. Unglaublich. Der Unternehmer feierte gerade seine Hochzeit auf dem Firmengelände, als es passierte. Gerade noch spielt DJ Ötzi auf der Bühne und plötzlich steht alles in Flammen. Die Braut, sie steht unter Schock. Fassungslos steht sie zwischen Einsatzfahrzeugen. Rettungskräfte beruhigen sie. Reifenkönig Bruno Göggel heiratete seine Corinna. Beide geben ein rauschendes Fest auf dem Firmengelände in Gammerting in Baden-Württemberg. Der Millionär, ein bekannter Unternehmer. Sogar Altkanzlerin Angela Merkel war schon zu Besuch. Die Hochzeit sollte ein Abend der Extraklasse werden. Vor der Firmenzentrale ein vergoldeter Mercedes-Geländewagen mit roter Schleife. Am Himmel formten Jets von Red Bull ein Herz. Einem Stück Erdbeer-Hochzeitstorte bestaunen die Gäste das Feuerwerk. Es sollte die Krönung der Party werden. Es endet im Inferno. Die Hochzeitsfeier des Reifenmillionärs mit 300 Gästen endet in einem Desaster. Gasflaschen explodieren, Fahrzeuge gehen in Flammen auf, das Firmengelände brennt lichterloh. Auch eine gerade errichtete Lagerhalle mit Verwaltungstrakt. 15 Menschen werden verletzt, 4 kommen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wegen der extremen Rauchentwicklung wird eine Katastrophenmeldung ausgelöst. Ja, heute ist genau das eingetreten, wovor wir alle Sorge hatten, dass das hoffentlich nie eintritt. Also es war natürlich ein größerer Brand, deswegen auch die vielen Einsatzkräfte aus 4 Landkreisen, die jetzt hier auch ihr Bestes gegeben haben. Das Riesenfeuerwerk, das Highlight der Hochzeit. Die Gäste schauen gebannt in den Himmel. Dann steht plötzlich alles in Flammen. Aus dem schillernden Fest mit ganz viel Glanz wurde ein Abend der Flammen, der Zerstörung und der Tränen. So hatte sich der Reifenmillionär seine Traumhochzeit ganz sicher nicht vorgestellt. Unser Bildreporter Hagen Stegmüller ist für uns vor Ort in Gammertingen. Hagen, das Feuerwerk sollte ja das Highlight dieser Party werden. Was ist dann passiert? Was ist schiefgelaufen? Ja, guten Morgen. Es war gegen 23.30 Uhr, als noch einmal ein Feuerwerk den krönenden Abschluss bilden sollte dieser Party. Und offenbar die letzten 3-4 Raketen müssen dann in einen Reifenstapel geflogen sein, so wurde es uns geschildert. Denn unmittelbar nach dem Ende des Feuerwerks begann das weitere Feuerwerk, das ungeplante. Hier lagern bis zu 1,5 Millionen Reifen. Die Reifen haben einen niedrigen Flammpunkt, haben sich so offenbar schnell entzündet. Und es war zwar eine Brandwache dort, aber die konnte hier gar nichts mehr machen. Und der Brand ging sofort durch und innerhalb von Sekunden. Uns wurde gesagt, es ging alles rasend schnell. Nach 2-3 Minuten war hier ein Flammenmeer. Und den Besuchern blieb nichts anderes mehr übrig, als schnell in ihre Luxuslimousinen einzusteigen, vom Hof zu fahren und der Feuerwehr Platz zu machen. Aber Hagen, man fragt sich natürlich an dieser Stelle, wie kann es sein, dass dort Gasflaschen direkt neben einem Feuerwerk platziert werden? Haben die Pyrotechniker das nicht gesehen? Haben die Pyrotechniker versagt an dieser Stelle? Ja, die Gasflaschen standen sicherlich nicht direkt neben dem Abschussort der Raketen. Sie standen eben, wie es in einem Industriebetrieb eben erforderlich ist, man braucht Energie und es sind auch Gasflaschen vor Ort gewesen. Aber die Gasflaschen sind nicht als erstes explodiert, die sind einfach dann hochgegangen, als die Hitze durch die entzündeten Reifenstapel zu heiß wurde. Dann konnten natürlich auch die Gasflaschen dieser Hitze nicht mehr standhalten. Das war praktisch noch so die Krönung. Dann hat es eben diese Schläge getan, die man in Gammertingen teilweise bis nach Albstadt eben gehört hat. Die Gasflaschen waren letztlich sicherlich nicht das Problem. Es ist ja auch niemand zu Schaden gekommen. Natürlich muss man generell sich fragen, warum man ein Feuerwerk neben hochentzündlichen Reifen veranstaltet und dann noch in dieser Menge. Die Feuerwehrleute sprechen ja immer von Brandlasten, wenn viel brennbare Masse vorhanden ist. Hier war extrem viel vorhanden. Vielen Dank, Hagen Stegmüller, für diese Einblicke live aus Gammertingen.